Hallo, hier ist der Lars von Ruhe Energie. Ich wollte euch mal heute mein Lieblingsrezept momentan für einen leckeren Multivitaminsaft verraten. Dazu braucht man 2 Kilogramm Karotten, 4, das sind relativ kleine Äpfel, Bio-Äpfel sind das auch. Und wenn ihr größere habt, dann nehmt ihr am besten nur 2, sonst wird das Ganze ein bisschen zu süß. Eine Bio-Zitrone und eine halbe Packung Spinat. In Gramm sind das, ich habe das nochmal alles gewogen, das sind 150 Gramm Zitrone, 550 Gramm Äpfel, 285 Gramm Blattspinat und 2 Kilo Karotten. Ja, ich mache das jetzt mal sauber und klein und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt alles mal vorgeschnitten, damit es einfacher geht. Man kann das auch schneiden, während man den Saft macht. Das geht natürlich auch, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das aussieht. Also ich habe die Karotten, da habe ich hier dieses, da wo das Grün dran hängt, ein Stückchen abgeschnitten. Das ist wichtig, weil sich da auch Bakterien drin fangen können, wenn die nicht frisch aus dem Garten sind. Die sind ja jetzt lange Zeit hier unterwegs gewesen. Also einfach hier diesen Ansatz zu dem Grün abschneiden und dann vielleicht in der Länge vierteln. Das geht sehr, sehr gut hier für diese Slow Juicer. Dann habe ich die Äpfel halbiert und dann nochmal so in 4-5 Teile geschnitten. Die Zitrone habe ich geschält und geviertelt und den Spinat habe ich einfach nur gewaschen. Wichtig ist bei diesen Slow Juicern, da muss man wirklich aufpassen, die sind nicht wirklich gut geeignet, um nur grün zu entsaften. Da ist ja so eine Schnecke drin, ich kann das ja mal zeigen. Und die presst das Obst und Gemüse so aus. Und wenn man da jetzt nur grün reinpackt, dann wickeln sich diese Fasern hier drumherum und verstopfen das Ding. Das ist mir schon öfters passiert. Das ist der beste Trick ist halt immer grün mit Karotten oder mit Äpfeln oder mit anderen Sachen, mit hartem Gemüse zu entsaften. Das führt dann dazu, dass es immer wieder rausgedrückt wird. Das klappt dann sehr, sehr gut. Also im Prinzip sind die Dinger hier super gut für Obst und für Multivitaminsäfte. Wenn man halt jetzt nur grün machen will, dann sollte man vielleicht eine Gurke nehmen, eine große Salatgurke und dann grün und dann noch ein bisschen vielleicht Zitrone dazu oder noch einen Apfel, dann funktioniert das auch gut. Hier kommt relativ viel Fruchtfleisch mit raus. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel wie heute, ich mache mir diesen Saft hier, um ein bisschen schneller wieder gesund zu werden oder nicht krank zu werden. Wir haben hier gerade wieder Erkältungszeit und ich möchte nicht erkältet werden. Deswegen verzichte ich so ein bisschen auf schwere Sachen beim Essen, sondern trinke jetzt mal einfach nur einen halben Tag lang diesen Saft. Der hat dann ungefähr, ich schätze mal so 900 Kalorien. Und hat im Prinzip alle Vitamine, Mineralstoffe, die man so braucht, schon in diesem Saft drin. Und heute Abend esse ich dann nochmal einen großen Salat mit einem leckeren Dressing. Aber um gesund zu werden, wenn der Verdauungstrakt nichts zu tun hat, ist das super. Ein guter Trick, damit man das Fruchtfleisch dann noch rauskriegt, ist dieser hier. Ich habe mir so einen 3 Liter Messbecher gekauft und mache da einfach so einen normalen Küchensieb drüber. Und immer wenn das hier voll ist, dieser Saftbehälter, schütte ich den dann hier rein und dann läuft das hier durch und am Schluss habe ich dann wahrscheinlich, ich schätze mal 1,5 Liter Saft wird das ergeben und das packe ich dann natürlich nochmal in andere Gefäße. So, ich würde mal sagen, ich lege einfach mal los und zeige euch am Schluss noch das Ergebnis. Ist schön leise, trotzdem möchte ich jetzt währenddessen nicht so viel erzählen. Wir fangen mal an mit Karotten. Und zum Nachstopfen nehme ich immer die Karotten selber. So, jetzt haben wir ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte entsaftet. Hier sind jetzt schon 850 Milliliter Saft rausgekommen
Und das fülle ich dann jetzt hier zwischendrin. Da muss man immer irgendwas unterlegen. Es gibt auch noch eine größere Version von diesem Omega-Juicer. Es gibt ja noch diese Hurom-Juicer und noch ein paar andere Firmen. Da gibt es dann sowas zum Zumachen. Das ist jetzt hier nicht dabei. Hier lege ich einfach ein Tuch drunter. Und dann gieße ich dann hier die erste Portion dann schon mal hier rein. Und dann kann das hier in Ruhe durchlaufen. Und ich stelle das mal zur Seite. Und weiter geht's. So, und fertig. Dann nehmen wir mal hier den Saft, schütten den hier wieder rein. Vorteil ist halt, wenn man dann Multivitaminsaft auch macht und man macht das in verschiedenen Etappen, dass man den halt schön zusammengießen kann, damit man dann eine Konsistenz kriegt. Hier am Anfang war jetzt sehr viel Kulm drin, jetzt am Schluss war es dann doch mehr Möhren. Wenn ich das jetzt gleich in die Gefäße gefüllt hätte, hier direkt raus, dann hätte ich unterschiedliche Zusammensetzungen gekriegt. So packe ich das hier jetzt einmal quasi in einen großen Messbecher und kann es dann von daraus dann umfüllen in andere Gefäße, in kleinere Gefäße. Ich nehme meistens so 0,5er Gläser, dann kann man sich das gut einteilen. Man kann auch aus den 0,5er Gläsern das nochmal halbieren, dass man sagt, man nimmt immer ein halbes Glas, so 250 Milliliter und vertrinkt das über den Tag verteilt. So hat man dann wirklich einen Multivitaminsaft, den man nicht kaufen kann. Der ist rot, dann gibt es sowas, gibt es nirgendwo zu kaufen, außer irgendjemand macht den frisch. Und das hat mehr Vitamine als jede Vitamintablette, die man irgendwie kaufen könnte, und Enzyme. Und das ist wirklich was ganz, ganz Gesundes. Gerade dieser Möhrensaft, dieser Karottensaft führt dazu, dass die Leber entgiftet. Gerade wenn man jetzt hier irgendwie Erkältung hat oder auch schwere Krankheiten. Es spricht nichts dagegen, jeden Tag mal so 2 Kilo Möhrensaft, also 2 Kilo Möhren zu entsaften und zu trinken. Das ist eine sehr gute Erfrischung zwischendrin. Und ist super, super, super gesund. So, jetzt kann ich gleich nochmal zeigen, wie viel Frucht, also quasi Pulp, also Fruchtfleisch dann da drin. Ich gucke zu viele englische Videos. Das ist noch ganz schön viel, was da drin ist. Wer das mag, der lässt es halt drin im Saft, aber damit der Körper richtig gut sich selber reparieren kann, ist es gut, wenn keinerlei oder fast keine Ballaststoffe dann verdaut werden müssen, wenn man den Saft trinkt. Also das packe ich jetzt mal hier in die Spüle. Und jetzt haben wir hier einen wirklich total super hochwertigen Saft. Das sind jetzt so, wie ich geschätzt habe, so 1,5 Liter. Also das sind 3 große Portionen. Da könnte man sagen, eine zum Mittagessen, eine zum Frühstück, eine zum Mittagessen, eine am frühen Nachmittag, und abends trinkt man noch was anderes oder isst was anderes. Wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Tag damit auskommen will, dann würde ich mal so empfehlen, so 2 bis 3 Liter sich zu machen, damit man keine Gelüste kriegt auf ungesunde Sachen. So, damit man das hier noch besser sauber kriegt gleich, lasse ich es nochmal laufen und lasse einfach nochmal so 500 Milliliter warmes Wasser, also nicht heißes Wasser, aber nochmal warmes Wasser hier durchlaufen. Dann wird das da schon mal alles so ein bisschen eingeweicht. Und dann lässt sich das Ganze dann auch besser reinigen. Das zeige ich irgendwann noch mal in einem anderen Video. Ich habe mich jetzt hier für diesen Omega-Juicer entschieden, weil ich da die Garantie sehr attraktiv fand. Da sind 10 Jahre Garantie drauf. Und auf alle Teile, nicht nur auf den Motor, sondern auch auf diese ganzen Plastikteile. Und das fand ich sehr sympathisch. Und ja, ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie er schmeckt. Also, ob man das zeigen könnte. Aber das ist hier zum Beispiel so ein Glas, was ich so als Portion empfehlen würde. Das sind ja so 230 Milliliter ungefähr, die hier reingehen. Dann probiere ich mal. Und schmeckt sehr gut. Schmeckt ein bisschen nach Grün, hauptsächlich nach den Möhren, nach den Äpfeln. Die geben dem Ganzen noch so ein bisschen Frische. Die Zitrone kommt ein bisschen raus. Und ja, sehr, sehr gut. Das kann man sehr gut trinken. Und wenn man es nur als Erfrischung nebenbei trinkt, das ist dann so viel Gemüse und Obst,
wie manche Leute nicht mal in der Woche essen. Also das kann man an einem Tag zu sich nehmen. Es ist auch so, dass es nicht besonders teuer, wenn man Möhren als Basis nimmt. Ich habe, glaube ich, jetzt für die Bio-Möhren 1,19 pro Pack bezahlt. Das sind das 2,40 € ungefähr. Mit den Äpfeln zusammen und der Zitrone und dem Spinat, sagen wir mal, das Ganze hat jetzt 6 € oder sowas gekostet oder 7. Das ist eine super Sache. Dann verzichtet man einfach mal auf den Wein abends oder auf die Zigaretten und schon kann man sehr schnell gesund werden und sich gut fühlen. Ja, nur mal so ein kleiner Tipp. Das ist mein derzeitiger Lieblingsmultivitaminsaft und man kann aus dem Trester auch übrigens noch was kochen. Ich mag es nicht so gerne, weil das halt wirklich so trocken ist hier aus diesen Slow Juicern, dass man da so viel Öl und Sojamilch und was weiß ich noch alles dran hauen muss, damit es überhaupt wieder schmeckt. Aber es gibt sicherlich Leute, die damit ganz tolle Sachen anstellen, aber meins ist es nicht so. Ich werde jetzt nicht 1000 Rezeptvideos zu machen, aber nur als Hinweis, man kann den Trester sehr gut auch noch verwenden. Man kann es als Tierfutter nehmen oder wir nehmen es wirklich für unseren Kompost. Wir haben einen eigenen Garten, da gibt es ganz, ganz tolle Erde draus. Und dann geht das Ganze wieder mit selbstgemachtem Gemüse weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.